Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Villa Vigoni, wir blättern heute ein weiteres Kapitel der europäischen Dialoge auf. Wie Sie wissen, ist das ja ein relativ neues Programm der Villa Vigoni, ein Gespräch, eine Unterhaltung mit interessanten Gesprächspartnern. Und heute ist mein Gesprächspartner Professor Peter Funke. Peter Funke ist ein berühmter deutscher Historiker der antiken Welt. Er war Inhaber des Lehrstuhls für alte Geschichte an der Universität Münster und da selbst Direktor des Instituts für alte Geschichte und Epigraphik. Er ist einer der wichtigsten Vertreter des Forschungszweigs der Regionalstudien in Bezug auf das Griechenland der Antike. Und er ist, und das ist sicher etwas ganz Besonderes, ebenso ein Experte für das moderne Griechenland in Geschichte und Gegenwart. Er hat an seiner Universität das Exzellenzcluster Religion und Politik mitbegründet, weil ihn die Beziehungen von rechtlich-politischer Verfasstheit eines Gemeinwesens und dessen religiösen Grundlagen und Überzeugungen immer besonders interessiert haben. Wie beispielsweise auch der von ihm mit herausgegebene deutsch-italienische Band beweist, der den Titel trägt »Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike«, im Jahr 2016 erschienen. Viele andere Studien hierzu ließen sich zitieren. Zu seinen bedeutendsten und bekanntesten Werken gehört der Titel »Athen in klassischer Zeit«, beim Beck Verlag erschienen, der auch ins Italienische übersetzt worden ist. Ich will die zahlreichen Ehrungen und Ämter nicht auflisten, sondern nur daran erinnern, dass Peter Funke Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft war und lange als deren Gutachter auch die wissenschaftlichen Programme begutachtet hat, welche die DFG bei der Villa Vigoni fördert. Und er ist Mitglied unseres Trägervereins. In unserem Gespräch heute geht es leider, muss ich sagen, aber das behalten wir uns für eine andere Unterrichtsstunde vor, nicht direkt um seine speziellen wissenschaftlichen Themen, sondern um ein Thema, das Peter Funke am Herzen liegt, um Europa. Aber beginnen möchte ich, indem ich Peter Funke um eine Einschätzung der Villa Vigoni bitte. Professore, du kennst die Villa Vigoni seit vielen Jahren und hast sie wissenschaftlich und wissenschaftspolitisch immer sehr unterstützt. Worin siehst du den besonderen Wert dieser deutsch-italienischen Einrichtung am Comer See? Ja, zu dieser Frage könnte man natürlich viel sagen. Ich kenne die Villa Vigoni, oder ich hatte das Glück, die Villa Vigoni kennenzulernen schon in den 90er Jahren, in den ausgehenden 90er Jahren. Das waren ja nicht die Anfänge, aber doch schon sozusagen das Aufblühen der Villa Vigoni. Und von Beginn an war dieser Ort für mich ein Ort von einer ganz besonderen Faszination. Und zwar, ja, nicht nur Faszination, sondern auch Inspiration. Man hat das sieht, das Eingebettetsein der Gebäude der Villa Vigoni in die, ja, man muss sagen, das ist jetzt nicht übertrieben, in die berauschende Landschaft, dann ist das wirklich etwas, was einen inspiriert, wenn man dort ist. Aber das allein ist es gar nicht mal, sondern auch diejenigen, die für die Villa Vigoni seit eh und je die Verantwortung trugen und die Villa Vigoni atmosphärisch gestalteten, die haben es verstanden von Beginn an bis heute, der Villa eine ganz besonders Ambiente zu besorgen, ein Ambiente zu schaffen, das sich, so würde ich sagen, ganz grundlegend unterschied von dem Alltag, von dem geschäftsmäßigen Alltag und der geschäftsmäßigen Atmosphäre eines normalen Kongressbetriebes. Die Villa Vigoni ist eben nicht ein Kongresszentrum, wie wir es kennen, allenthalben, roundabout the world, sondern sie ist ein, ja, lassen Sie mich das ruhig einmal sagen, Refugium. Ein Refugium,
und zugleich auch eigentlich ja, ein Ort der Begegnung. Und das ist eben mehr als so dieses alltägliche Getriebensein in den Kongresszentren, die sozusagen von A bis Z häufig auch sich ähneln und gleichen. Also es ist etwas Besonderes, etwas Eigenes. Und das zeichnet die Villa aus bis heute und das macht sie eben auch bekannt. Dafür steht sie. Das trifft sich natürlich sehr schön mit unserem eigenen Selbstverständnis, einen Ort zu bieten, an dem Gespräch in einer Weise intensiv möglich ist, die vielleicht in so einem, selbst in einem universitären Alltag so nicht mehr gegeben ist. Das ist, entspricht vielleicht noch einem älteren Modell von Universitas, aber ich glaube, der Betrieb der heutigen Universitäten bietet das nicht unbedingt und von daher ist diese Möglichkeit auch geschenkter Zeit oder Zeit, die zur Verfügung gestellt wird, um im Grunde nichts anderes zu tun, als miteinander zu sprechen. Das stellen wir uns vor, kann die Villa Vigoni leisten. Diese Möglichkeit sozusagen mal auszusteigen, aus dem Alltag, auch aus dem beruflichen Alltag, führt mich sofort zu meinem zweiten Aspekt, der jetzt ein bisschen den Raum der Villa Vigoni verlässt und nach der Universität insgesamt fragt. Man sagt ja immer wieder, die Pandemie hat den Universitätsbetrieb, den Lehrbetrieb, aber eben auch den Forschungsbetrieb grundsätzlich geändert. Was glaubst du, wird davon mittellangfristig bleiben? Was wird sich durchsetzen? Oder welche Veränderungen vielleicht wirklich im Wesen der Universität, so wie wir sie gekannt haben, wird sich festsetzen? Ja, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir noch mittendrin stecken in der Pandemie. Aber eins kann man jetzt schon sagen, natürlich, in Forschung und Lehre hat die Pandemie wie in allen Lebensbereichen, da bilden Forschung und Lehre ja keinen besonderen Raum, hat all diese Bereiche wirklich in den Grundfesten erschüttert. Das klingt jetzt ganz bombastisch, in den Grundfesten erschüttert. Aber ich denke, es wird der Bedeutung und der Relevanz und den Auswirkungen dieser Pandemie doch, glaube ich, dennoch gerecht. Mittel- und langfristige Perspektiven möchte ich mir noch gar nicht zutrauen, etwas fest vorauszusagen und zu prophezeien oder wie auch immer. Aber eins wird man sagen können, wenn wir auf das schauen, was die Pandemie bewirkt hat, in Forschung und Lehre, dann fällt einem als erstes ein, das, was wir beiden jetzt hier ja auch machen, die Zoom-Konferenzen, die sind quasi synonym geworden für den Unterrichts-, aber auch für den Forschungsbereich. Und wir haben uns daran gewöhnt, diese Kacheln sozusagen zu einer Art neuen Begegnungsstätte zu machen. Dabei will ich das gar nicht schlecht reden. Es gibt Vor- und Nachteile, die sich jetzt gezeigt haben. Dass wir beiden jetzt hier auch unter den gegebenen Bedingungen eines Lockdowns hier miteinander reden können, hat auch Vorteile. Es ersetzt nicht die persönliche Begegnung, aber es sind Vorteile zu erkennen, dass man relativ rasch doch auch global agieren kann. Und durchaus auch Dinge sich erschließen kann, die man sonst nicht sich erschließen würde. Ich habe gerade in den letzten Wochen vielfach an Tagungen und Konferenzen teilweise dann auch nur teilgenommen in Athen, in Amerika, wo ich glaube, nie hingefahren wäre, die mich aber sehr interessiert haben. Also insofern wird auch das sicherlich bleiben, diese Art der Kommunikation, die aber, wie gesagt, auf der anderen Seite die Präsenz nicht ersetzen kann. Das heißt, das hören wir zwar immer wieder, aber wir müssen jetzt einmal künftigen, glaube ich, austarieren, was meinen wir eigentlich damit? Wo ist die Präsenz gefragt? Und wo können wir auch die neuen Formen einer medialen Kommunikation nutzen, auch effektiv nutzen? Also, und zwar sind das Erfordernisse auch das, ich habe so beobachtet in der Diskussion der letzten Zeit,
das immer wieder betont wurde, ja, Präsenz ist vor allem bei uns in den Geisteswissenschaften gefragt. Das ist nicht so der Fall. Es ist in Forschung und Lehre in allen Bereichen der Universität gefragt. Auch die Leute im Labor brauchen ihre Nähe, im Labor zu arbeiten und zu kommunizieren und sich auszutauschen. Es ist nicht nur das Privileg der Geisteswissenschaften, auch wenn bei uns in manchen Bereichen die Diskursfähigkeit, das Einüben auch von Diskursfähigkeit, eine größere Rolle spielen mag als in anderen Bereichen. Aber wir sollten hier kein Privileg der Geisteswissenschaften beanspruchen. Aber rundherum, deine Frage jetzt, wie sind die Auswirkungen, so würde ich sagen, es bleibt noch abzuwarten. Sie wird sicherlich nicht nur Forschung und Lehre betreffen, sondern unser gesamtes zwischenmenschliches Verhalten. Ich glaube, das wird sicherlich bleiben. Man ertappt sich selbst schon dabei, wenn man plötzlich unterwegs ist und sagt, ja, gebe ich dem die Hand? Nein, man macht es schon gar nicht mehr. Dennoch wird sich das nicht ganz eben, denn ich sehe immer noch, dass meine Enkelkinder immer noch auf mich zukommen und den Opa umarmen wollen und so 2 Meter vorher ausbremsen dann und sagen, darf ich ja noch nicht oder kann ich nicht. Also wir werden sehen, was sich daraus ergibt. Das ist ein Ganzes. Nein, es ist ganz wunderbar, wie affin du zu der digitalen Technik bist. Das konnte ich ja schon bei diversen Gelegenheiten, konnte ich mir davon ein Bild machen. Das finde ich auch sehr beflügelnd. Das macht auch Mut. Ich würde es genauso sehen wie du, dass diese neuen Techniken tolle Möglichkeiten bieten. Wir haben hier in der Villa Vigoni die Erfahrung gemacht im Laufe dieses Jahres, dass gerade doch die Geisteswissenschaftler sich mit den sogenannten hybriden Formaten schwer tun, was ich dann besonders gut verstehen kann, wenn sich eine Forschungsgruppe erstmal überhaupt konstituieren soll, also wie bei den trilateralen Forschungskonferenzen mit französischen, italienischen und deutschen Kollegen, das sind ja relativ kleine Gruppen und da ist es also für manche regelrecht deprimierend, wenn dann eben aus Deutschland oder Frankreich niemand physisch dabei sein kann. Und einige haben uns dann gesagt, ach, dann lieber gar nicht, dass wir eben so ein Mischformat hier praktizieren. Das bringt mich, ohne sozusagen von dir Kaffeesatzleserei zu erwarten, bringt mich aber doch noch mal zu der Frage, wie würdest du oder wo siehst du die Villa Vigoni, wenn wir mit Impfungen, mit Medizin hoffentlich die Pandemie doch in absehbarer Zeit in den Griff bekommen haben werden. Besiegt ist vielleicht zu vermessen, aber dass man wieder sozusagen bestimmte Bahnen der Normalität wird einschlagen können. Wie siehst du die Zukunft der Villa Vigoni? Also wenn man die Villa Vigoni als Institution betrachtet, so sehe ich die Zukunft der Villa Vigoni genau da, wo sie immer gestanden hat und stehen wird. Und zwar als eine ganz wichtige Institution, die wir benötigen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass sich sicherlich etwas verändern wird insgesamt am Tages- und Kongressbetrieb. Da werden neue Formen erprobt werden, vielleicht auch das, was wir häufiger als Hybrid bezeichnen, eine Mischung zwischen Internetverbindung und der persönlichen Realita-Begegnung. Aber das ist eine Sache, Kongressbetrieb. Die Villa Vigoni ist ja, wie ich vorhin schon sagte, nicht eigentlich ein Kongresszentrum in dieser Weise. Was bleibt ist, wenn wir die Pandemie überstanden haben, sicherlich das Bedürfnis des persönlichen Austausches unter bestimmten Bedingungen. Man kann sich austauschen, man kann vortragen auf diese Weise, wie wir das jetzt tun, per Zoom. Aber man braucht auch einmal das, was wir immer Brainstorming nennen. Und das Brainstorming ist was anderes. Das ist nicht unbedingt immer so in diesen Fernbeziehungen über Zoom zu erledigen. Man braucht Brainstorming, man braucht eine Gelegenheit auch, die ein Wechselspiel ausmacht zwischen Rückzug einerseits und Diskurs. Und zwar in einem temporären Wechsel, nicht irgendwann mal zu sagen, so, das war's, man schließt sozusagen die Internetverbindung und nach einem Tag kommt man wieder raus, sondern ein lebendiger Wechsel zwischen Diskurs und Rückzug. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da hat die Villa Vigoni, glaube ich, eine ganz feste
eine ganz wirklich feste Position. Mhm. Wir haben das gesehen, dass das gerade im Rahmen der Exzellenzinitiative in Deutschland in den vergangenen Jahren, in den ersten drei Förderperioden, dass an vielen Orten, an Universitäten auch so etwa vielfach solche Zentren für Advanced Studies entstanden sind. Ja. Wichtig, keineswegs, die genau diesen Begegnungscharakter auch haben sollten. Aber genau diese Orte, dieses Center for Advanced Studies an den verschiedenen Universitäten, können dennoch nicht das ersetzen, was einige Orte der wissenschaftlichen Begegnung, die wir uns von deutscher Seite finanziert, unter anderem deutscher Seite finanziert, leisten oder auch international finanziert leisten, wie etwa das Wissenschaftszentrum in Berlin. Das sind außeruniversitäre Institutionen. Für die Mathematiker ist das Oberwolfach. Mhm. Und für uns ist das etwa neben auch dem Historischen Kolleg in München, das kann man genauso gut so sehen, ist es aber auch die Villa Vigoni als Institution. Und wir brauchen diese Orte, um das von mir gerade beschriebene Wechselspiel in Ruhe durchspielen zu können. Es ist auch das Wunderschöne, dass nicht aus jeder Villa Vigoni-Tagung sofort irgendwelche Proceedings oder Vortragsreihen hervorgehen, sondern dass man hier erstmal hingeht und sagt, lass uns mal überlegen, was wir tun wollen. Was gehen wir? Haben wir neue Richtungen? Das Neue wächst daran und hat nicht gleich sozusagen eine Buchform, die dann ein halbes Jahr später als Sammelband irgendwo erscheint, sondern genau das andere braucht man und das wird auch bleiben. Und da sehe ich die Villa Vigoni künftig hin weiter gut positioniert. Vielleicht sogar noch besser. Wir werden noch viel mehr entdecken, dass wir dies brauchen. Ja, das ist interessant. Auch das trifft meine Empfindung oder meine Erwartung sehr nachdrücklich. Der langjährige Verantwortliche der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Villa Vigoni, der dir ja auch gut bekannte Manfred Niesen, der hat die Villa Vigoni mal als Ermöglichungsstruktur bezeichnet. Und wir befinden uns ja, wie du als Vereinsmitglied auch weißt, im Moment in einem sogenannten Strategieprozess, wo wir die Zeit auch des Umbaus und des Ausbaus der Villa Vigoni 21 und 22 noch einmal nutzen wollen, um so ein bisschen Revue passieren zu lassen und die Villa Vigoni auch programmatisch noch mal sozusagen für die Zukunft wetterfest und wasserdicht zu machen. Und in diesem Strategieprozess spielt genau diese Idee, die du jetzt beschrieben hast, einer Ermöglichungsstruktur eines besonderen Ortes, eine große Rolle, sodass ich auch hoffe, dass eventuellen polemischen Nachfragen, warum soll es in Zeiten der Not, denen wir möglicherweise auch in Europa entgegengehen, warum soll es da so einen Luxus wie die Villa Vigoni geben? Ich glaube, das kann man buchstäblich umdrehen und sagen, es sind Zeiten, in denen Diskurse geführt werden müssen und Dialoge möglich gemacht werden müssen, gerade wenn es sozusagen, when times get rough, also wenn es schwierig wird. Ja, und es ist ja nicht genau das, was du gerade sagst, ist es eigentlich nicht. Es ist eben kein Luxus. Wir müssen endlich begreifen, dass dieses Instrument, was wir hier haben, was wir in der Villa Vigoni haben, nicht irgendein Luxus ist, den man sich mal fährt da mal an den Comer See und schaut sich das Ganze an. Es ist auch nicht ganz einfach, an den Comer See zu kommen. Ne? Dies muss man, und das finde ich auch gut so, man muss einen Weg machen zur Villa Vigoni. Man landet nicht sozusagen irgendwo direkt neben der Villa. Die Landebahn ist nicht gleich in Lovenio oder irgendwo, sondern ich muss mal erstmal von Mailand dahin kommen. Und das ist immer gut zu beobachten, wenn man mit mehreren anderen Kollegen, die zum ersten Mal da sind, sich der Villa Vigoni nähert. Ja, was ist das? Das ist ja wie so eine wirkliche Hinreise zu Villa Vigoni, die nur deutlich macht, was für ein Ort das Ganze ist. Also ein wichtiger Ort der Ruhe zum Diskurs, ein produktiver Ort, nicht ein Luxusort, sondern ein produktiver Ort für die Wissenschaft ist. Und es ist auch schön zu sehen, dass es sind ja auch nicht nur, wie das häufig so der Fall ist, nur Geisteswissenschaftler, die da sind, sondern hier treffen sich auch interdisziplinär ganz unterschiedliche Fachdisziplinen, Fachrichtungen.
Und das ist so etwas Fantastisches. Das ist kein Luxus, das ist eigentlich ein unbedingtes Muss, um Forschung und auch nicht zu vergessen und auch Lehre zu machen. Mhm. Denn die Lehre ist ja immer eingebunden in der Villa Vigoni. Das wird häufig so vergessen. Das ist, es sind ja Doktorandenseminare da. Nicht? Und was da alles gepflanzt wird in dieser Zeit, ist fantastisch. Ja, ja. Also es klingt jetzt alles so lobend sozusagen. Hier ist ein Fan der Villa, natürlich ist das ein Fan der Villa Vigoni, der hier redet. Aber ich rede aber auch über fast 30 Jahre Erfahrung im wissenschaftlichen Diskurs, den wir da geführt haben, und sehe auch die Produkte, die wir in Händen haben. Ja, ja. Und das gibt mir eine ideale Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich du sprachst ja selber davon, dass du die Villa Vigoni seit den 90er Jahren kennst. Und hier hast du mit im Kreis von Kolleginnen und Kollegen vor vielen Jahren das Konzept der europäischen Erinnerungsorte beraten. Mittlerweile ist daraus ein dreibändiges Werk geworden, im Oldenburg Verlag erschienen. Erinnerungsort, das klingt ja selber schon ein bisschen wie Villa Vigoni. Zukunft, aber eben auch Zukunft, die sich auf Erinnerung stützen kann. Kannst du uns das Konzept Erinnerungsort ein bisschen erläutern? Ja, das in Kürze zu machen, also ich kann ja das erstmal, ich habe das hier hingelegt, ich muss das, sehr gut. Sieht man diese drei Bände, die erschienen sind, die das Produkt eines ersten Brainstormings sind, was im Jahre 2000 war, das im Jahr 2000 in der Villa Vigoni stattgefunden hatte. Ideen, Gründungsvater dieser ganzen Idee war unter anderem Heinz Durath, der damalige Direktor des Instituts für Europäische Geschichte in Mainz, ein Leibniz-Institut mittlerweile, der eine Idee aufgegriffen hatte, Ende der 90er Jahre in diesem Institut für Europäische Geschichte in Mainz, eine Idee aufgegriffen, die damals uns alle bewegte. Das war Pierre Nora mit seinen Erinnerungsorten, 7 Bände, nationale Erinnerungsorte, die er produziert hat und die in der Geschichtswissenschaft ja quasi eine Lawine ausgelöst haben, mit vielerlei versuchen, solche Erinnerungsorte, dahinter stehen dann auch, ich muss das, glaube ich, jetzt will das nicht alles noch herbeiführen, das geht von Maurice Halbwachse aus bis hin zu Jan und Alaida Aßmann. Das waren Dinge, neue Zugänge, historische Erkenntnis, in die sich dieses Unternehmen einbettete. Das, was dort damals sich lawinenartig ausbreitete, waren die Versuche, Erinnerungsorte transnational, binational, epochenspezifisch und so weiter zu untersuchen. Und das hat der Heinz Durath und einige andere seiner Kollegen auf die Idee gebracht, kann man so etwas auch für Europa machen? Damals war Europa natürlich eine Idee, die sehr positiv besetzt war. Das müsste doch gelingen, ob wir so etwas für europäische Dimensionen, in europäischen Dimensionen denken können. Das war aber, stellen Sie es hier raus, in der Villa Vigoni, bei diesem Kongress, diesem internationalen, dass das Unterfangen gar nicht so einfach war. Denn es ist klar, es tauchte die Frage auf, was meint denn das jetzt? Erinnerungsorte, die voraussetzen, dass der sich erinnert, auch eine Vorstellung hat dessen, was erinnerungswürdig ist. Und wie europäisch kann so etwas eigentlich sein? Wie europäisch können solche Erinnerungsorte sein? Gibt es das eigentlich? Und dann hat man versucht, sich dem anzunehmen, was meinen wir eigentlich damit, mit europäischen Erinnerungsorten? Was ist europäisch an so einem Erinnerungsort? Dann hat man gesagt, gut, es muss Orte, wobei der Begriff der Erinnerungsorte selbst ja in der Kritik stand, weil es ging ja nicht immer nur um Lokalisierungsfragen, sondern auch um Gegenständlichkeiten und so weiter. Dann ging es darum, dass man sagte, man braucht etwas, an dem schon zum Zeitpunkt der Genese dieser Erinnerung diejenigen, die sich erinnerten, europäische Dimensionen vor Augen hatten. Das war natürlich ein schwieriges Ding, denn was sind europäische Dimensionen? Und dann wollte man auch sagen, und es muss etwas sein, was europäisch rezipiert worden ist, aufgenommen, weitergetragen ist. Naja, daran hat sich eine lange, lange Debatte entzündet, eine Debatte, die
dazu führte, dass eben doch dann diese drei Bände mit einem großen Forscherkonsortium, zu dem ich glücklicherweise dazugehören durfte von Anfang an, ich glaube, die etwas produziert haben, was auch deutlich machte, wo die Probleme dieser Erinnerungsorte liegen. Dass das nicht einfach so ein Ding ist, was sich automatisch selbst ergibt. Wir haben auch gemerkt in der Diskussion damals schon, dass bestimmte Dinge als selbstverständlich vorausgesetzt wurden, die so selbstverständlich gar nicht waren. Man sagte, warum ist das eigentlich selbstverständlich? Und so weiter. Es war also eine, dies sollte ja auch nur ein Beispiel sein, was an Konferenzen, wie Konferenzen gestaltet waren in der Villa Vigoni. Und für mich war das damals ein fantastisches Erlebnis, zu sagen, ja, hier bringt man wirklich die Dinge vorwärts, hier kann man etwas voranbringen. Und das konkrete Produkt habe ich ja gerade hier in die Kamera gehalten. Und das zeigt übrigens nur, damals war übrigens, vielleicht darf ich das doch nochmal eben sagen, das war in einer Zeit, wo die Villa Vigoni noch als deutsch-italienische Villa Vigoni lief, in der Regel deutsch-italienische Dialog und solche Dinge stattfanden, auch schon durchaus mit bilateralen und multilateralen Kongresspartnern, aber die europäische Idee noch nicht so ganz im Vordergrund stand. Und dadurch, dass die Villa Vigoni jetzt ja nun auch zum Zentrum der europäischen Ideen geworden ist, zur Ausbildung, zeigt, dass wir damals auf einem ganz guten Wege waren und umgekehrt, vielleicht, da müssen wir gleich doch nochmal reden, welche Dimensionen sich damit heute und für die Zukunft verbinden. Also das war immer schon vielleicht in der DNA der Villa Vigoni angelegt, eben seit einem guten Jahr wirklich programmatisch der Name und dass eben dieses Bild einer deutsch-italienischen Brücke nach Europa oder das europäische Gespräch nochmal besonders reflektiert im deutsch-italienischen Verhältnis. Das finde ich beides sehr, sehr spannend und mir kommt in den Sinn, und daran könnten wir vielleicht nochmal weiterarbeiten, ob man jetzt nicht 20 Jahre oder 21 Jahre nach eurem damaligen Treffen diese Frage der europäischen Erinnerungsorte nochmal aufgreift und weiterentwickelt in die Zukunft hin. Dieser Wunsch ist bei mir deswegen auch da, weil ich in den europäischen Gesprächen, wir haben ja jetzt zuletzt auch die Verwerfungen gesehen, die Polemiken, nicht nur durch den Austritt Englands, sondern eben auch im Konflikt mit Ungarn und Polen. Was ist sozusagen, was Europa zusammenhält? Und die Wissenschaft, gerade die Geschichtswissenschaft, die politischen Wissenschaften weisen ja immer wieder darauf hin, dass Europa nicht irgendwie eine wesenhafte Existenz ist, etwas Essentialistisches, sondern ein Konstrukt, interessenbasiert, eine Konstruktion. Dann ist natürlich aber die Frage, wie emotional kann sich der europäische Bürger auf dieses Europa einlassen? Wie kann er sich damit identifizieren? Wie kann er auch mit anderen Europäern solidarisch sein, wenn dieser Konstruktcharakter so stark gemacht wird? Dazu bitte ich dich einfach nochmal um deine Überlegungen. Ja, das klingt immer so negativ für uns, wenn wir sagen, das ist ein Konstrukt. Dabei ist das gar nicht so negativ, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir sagen, Europa oder das Europäische ist ein Konstrukt, dann müssen wir uns immer klar machen, dass eigentlich viele, viele andere Dinge, die bestimmt für unser Leben sind, auch Konstrukte sind. Wir leben im Grunde davon. Letztlich, wenn man so will, sind alle Formen von, um nur diesen Ausschnitt zu nehmen, alle Formen von Vergemeinschaftung, Vergesellschaftung, eigentlich immer Konstrukte. Wir brauchen Konstrukte, heißt ja, man macht eine Konstruktion und braucht dafür Bauteile. Und diese Bauteile muss man einerseits bestimmen, die ich brauche, notwendigerweise, um etwas zu konstruieren. Und auf der anderen Seite muss ich diese Bauteile herstellen. Ich muss eine Idee haben und muss sie auch herstellen.
damit eben eine Konstruktion entsteht. Das gilt für alle Bereiche, wie gesagt, der Vergesellschaftung, denke ich, ist meine Auffassung. Das gilt für Familie so, das gilt für Vereine so, das gilt aber auch für Staatswesen so. Alle sind in irgendeiner Weise, haben Voraussetzungen. Das sind die voraussetzungsreichen Dinge. Das gilt für Staatswesen, für den Nationalstaat genauso gut wie für den, ja, für Europa. Und da müssen wir fragen beim Europäischen, was eigentlich bestimmt uns dabei? Was ist das Bestimmende? Wir haben verschiedene Dimensionen im Kopf. Auf der einen Seite ist für Europa, ist für uns Europa ein geografischer Begriff. Aber auch der, genauso wie der politische Begriff, all diese Begriffe sind, und das macht vielleicht das Eigenartige aus am Europäischen, diese sind im Grunde einem steten Wandel unterzogen. Die Geografie Europa, Europa als geografischer Begriff, ist eigentlich nicht fixiert. Der war mal eine Zeit lang fast identisch oder wurde identisch gesetzt mit dem, was wir eine Zeit lang auch als Abendland bezeichneten. Abendland Europa schien fast kongruent zu sein. Das mag damit auch zusammenhängen, dass die erste politische Umsetzung in der sogenannten EWG, die wir oft schon wieder vergessen, durchaus diesen abendländischen Zuschnitt ja hatte, der auch dazu geführt haben mag, dass hier die Dinge ein wenig durcheinander gegangen sind. Aber ansonsten ist dieser Begriff ständig im Wechsel unterzogen. Wir haben dann nachher vom Europa bis zum Ural, oder sprechen immer Europa bis zum Ural. Ich hatte mal den Vorteil, einmal in Jekaterinburg an der Grenze zu stehen, mit einem Bein in Europa und mit dem anderen Bein in Asien. Da gibt es so eine markante Spur, die haben das erstmal klar macht, wie konstruiert das Ganze auch ist. Warum sollte da vorne mit dem Blick nach Westen plötzlich Europa und auf dem Blick nach Osten eben nicht mehr Europa sein? Also auch die Grenzen sind schwimmend. Es beginnt, wir könnten das bis in die Antike zurückverfolgen. Die Griechen haben nie eine klare, die Griechen und Römer nie klare Vorstellung von Europa eigentlich gehabt. Das wechselte. Das war mal ein kleiner Bestandteil, witzigerweise, in Griechenland selbst. Wir wissen gar nicht, warum das so war, der Europa hieß. Und dann weitet sich das aus und geht schließlich transalpin herüber und verschwimmt dann. Diese Begriffe sind da, geografisch. Das andere, die Wertegemeinschaft, auch die ständigen Wechselspielen unterworfen. Und da kann man fragen, und das betrifft mich auch als Althistoriker in gewisser Weise, was macht eigentlich die Werte von Europa aus? Das kann ich jetzt nicht alles beantworten im Großen. Ich will nur auf den Konstruktcharakter verweisen. Häufig ist in den ganzen Diskussionen immer das so gewesen, ja, ist doch klar, Europa, das ist Tradition, die müssen wir zurückverfolgen. Das ruht auf den Wurzeln, auf den antiken Wurzeln. Als wenn das Natur gegeben sei. Da ist es überhaupt nicht Natur gegeben. Sondern wir heute als Europäer schauen zurück auf die Antike und erkennen sie an, wenigstens zu teilen, als dort vorhanden gewachsene Traditionen, die wir für uns heute noch akzeptieren, aufnehmen wollen, von denen wir heute noch leben. Die sind nicht einfach gesetzt, sondern sie müssen von uns ständig wieder neu abgerufen werden und man muss sich das klar machen. Es ist nicht automatisch so, dass wie das einmal Hugo von Hofmannsthal gesagt hat, sozusagen ohne Platon und Aristoteles gibt es auch keinen Thomas von Aquin und keinen Augustinus. Das ist zwar so, aber das setzt ja voraus einen Rezeptionsprozess und etwas Gewachsenes, was sich durchsetzt. Und diese Rezeptionen und Traditionen aufzunehmen und sie wieder anzuerkennen für Europa, das ist ein Schritt weiter, dass ich sage, gut, wir haben einen Europagedanken, der unter anderem auch seine Basis hat auf diesen jetzt etwa in Philosophie gedachten Wurzeln. Es gibt auch politische Wurzeln, selbstverständlich. Nicht bei den Griechen selbst. Sie waren politisch nie europäisch in irgendeiner Weise organisiert. Aber sie haben etwas entdeckt. Und zwar, ich meine nicht unbedingt immer die viel zitierte Demokratie, sondern vor allem überhaupt, was Politik ist. Unser politisches Agieren hat seine Wurzeln in der Antike. Christian Meyer hat das mal genannt, die Entdeckung des Politischen. Das ist das, was die Archaik und die frühe Klassik schon auszeichnet und die durchgehend die Antike auszeichnet. Und das ist auch ein Erbe, was wir haben, um darauf in Europa etwas aufzubauen. Also insofern könnte man noch vieles an Dingen sagen, aber es macht nur deutlich,
das Konstrukt nicht negativ ist, sondern umgekehrt. Wir uns immer wieder klar, auf was wollen wir denn aufbauen? Wie verstehen wir uns heute hier? Und auf was können wir aufbauen? Und was ist sozusagen unsere, wie das häufig genannt wird, Wertegemeinschaft? Der ganze Streit um die Rechtsstaatlichkeit, den du vorhin angesprochen hast, etwa mit Polen und Ungarn heute, zeigt ja genau, dass wir offenbar, auch wenn es manchmal dann durch politische Kompromisse dann doch wieder verwässert wird, offenbar bestimmte Grundvorstellungen haben, an denen wir festhalten wollen, auf denen wir glauben, Europa aufbauen zu können. Also das mal zum Konstruktiven des Ganzen. Es ist nicht konstruktiv, nicht nur Konstrukt. Ich wollte gerade sagen, lieber Peter, das empfinde ich jetzt als so schönen Abschluss unseres Gesprächs, dass ich mir jeden weiteren Kommentar lieber erspare und auch unseren Zuschauern und Zuhörern und einfach schließen will mit einem ganz, ganz großen Dank. Also diese Richtigstellung oder diese Neubewertung des konstruktiven Charakters Europas im guten Sinne, das glaube ich, ist ganz wichtig mitzunehmen. Und das hilft ja auch vielleicht ein bisschen gegen vorschnelle Überhöhungen Europas im Sinne einer quasi Religion. Wenn wir wissen, es ist etwas Politisches, ja, sag du gerne. Genau, wo du sagst, die Überhöhung, das war ja eine Zeit lang so. Europa, ja. Dann reicht es schon. Nicht? Wir haben auch häufig so Begriffe, die werden einfach genannt und die sprechen dann für sich selbst. Genau das ist es ja im Augenblick nicht. Nicht? Ja. Europa ist angreifbar geworden. Und zwar Bürokratievorwurf und Bevormundungsvorwurf, wie wir sie kennen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es so wichtig, dass wir uns jedes Mal wieder deutlich machen, was wollen wir eigentlich? Ja. Und letztlich ist das eine Forderung, die würde ich schon als Europäer herausstellen, eine Forderung. Wir müssen endlich den Schritt schaffen, dass wir von der Wertegemeinschaft, von der Wirtschaftsgemeinschaft rübergehen in die politische Gemeinschaft. Ein ganz schwieriger Schritt, aber der voraussetzt, dass wir klare Vorstellungen von dem haben, was wir europäisch wollen. Das ist der Punkt. Ja. Was wiederum vielleicht im kleinen Kreis in der Villa Vigoni diskutiert werden kann. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und scheint mir eine ganz runde Sache. Alles, alles Gute für dich und danke für das tolle Gespräch. Und alles Gute für die Villa Vigoni. Dankeschön. Danke. Das werde ich weitergeben.